So, jetzt habe ich einen kurzen Systemabbruch gehabt. Die App war plötzlich beendet worden. Jetzt muss man das Ganze nochmal versuchen. Spiel hat sich kurz aufgehangen. Die App wurde kurz beendet, also das Spiel selber. Keine Ahnung, was da jetzt los gewesen ist. Richtig nervig langsam alles. Na, steck dir fest? Wie kommst du darauf? So, eines Schmeck. Greif danach. Das Schwert ist zu kurz. Treib ein Seil auf. Ja, und zwar schnell. Wo soll ich hier ein Seil finden? Keine Ahnung, aber ich sauf hier ab. Wie gesagt, einmal habe ich schon wieder verkackt. Ich musste jetzt die Joysticks zur richtigen Position halten. Ja, mal gucken, bei wie vielen Versuchen ich das schaffe. Mal gucken, Tiefenschärfe schnell einstellen. Okay, das ist jetzt schnell gegangen. Muss man so aufpassen, wenn man dann andere Tasten erwischt, wo dann plötzlich das Menü auftaucht. Sind. Das hatte ich schon mal, da war ich noch ein Kind. Ich mache das nicht mit Absicht. Klassische Smart Hightech. Da denkst du, du hättest schon alles gesehen und dann sowas. Hey, zeig doch mal. Gehst du mal sehen? Finger weg von den Waffen. Quill, ich will doch nur sehen, wie die funktionieren, sonst könnte es ja gleich Zauberei sein. Oder Hexenwerk. Leute, still. Oder Hexenwerk. Es geht wieder los. Ach, wieder diese Clipper-Dinger. Instant Eiswürfel! Das macht Spaß! Wir freuen uns total für dich und deine Waffen, Quill! Dieser Ort ist eine Todesgrube! Also, ich habe vor, am Leben zu bleiben! Okay, diese Klappe fällt mächtig in den Arm. Meine ist größer. Mach dich auf eine Erdbombe zurück. Wir müssen sie ausschalten. Was wollen Sie wohl für ein Kopf haben? Explosivkerne sind abgelegt. Besser als Galla zu sprechen. Als würden sie wollen, dass ich sie hochjage. Und ich muss zugeben, immer wenn sie zerplatzen, gibt's ein wirklich hübsches Muster. Wir können heute nicht verlieren, Quill. Kommt schon, Leute. Das sind nicht unsere ersten schweren Gegner und sie werden nicht die letzten sein. Vor ihnen sind schon 1000 dahergekommen und alle haben schnell herausgefunden, dass Wächter nie klein beigeben. Momentan sieht's aber schon so aus. Weil, wer ist dabei? Dieser du verstehst du von Peter. Alles für dich, Gamora! Nettlein, lass dich nicht zu nah rankommen! Was meinst du, wofür ich Bomben habe?
sind nah dran, aber wir müssen da rauf. Ich glaube, wir können drüber klettern. Ding, 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 gebt dem Mann einen Gott. Hey, Gamora, kannst du diese Kanone rausholen? Wenn du ein paar Zyklen warten willst. Ich werde die Kanone rausholen. Was denkst du, Groot? Ich bin... Er sagt, er kann nicht. Sie ist sturer als erwartet. Unmöglich. Sie bleibt nicht in Position. Könntest du sie nicht ein bisschen... Groot, kriegst du diese Kanone raus? Ich bin Groot. Willst du ihm die Gliedmaßen rausreißen, Quill? Drax, zieh das Ding raus. In Ordnung. Wir brauchen einen Weg, um sie in Position zu halten. Offensichtlich. Ich kann sie nicht ewig halten. Nach. Weil sie an so einem Rückstoßteil hängt. Bist du sicher, dass das der Fachbegriff ist? Ja. Ich bin Groot. Nein, von außerhalb des Schiffs kann ich gar nichts ausrichten. Das ist ein Fall für Quill. Rocket, du würdest durch das Loch passen. Vielleicht kannst du drin was hacken und Stufen für uns machen. Wie soll ich da überhaupt raufkommen? Peter Quill, vielleicht könnten deine magischen Waffen von Nutzen sein. Drax, kannst du diese Kanone rausziehen? Ich versuch's. Ergib dich, du teuflische Maschine! Ich hab's geschafft! Beeindruckend, Peter Quill. Jetzt müssen wir die nächste rausholen. Schon, Quill, lass mich einen Blick auf deine Waffen werfen. Nein, du... Drax, kannst du die obere Kanone rausziehen? Unmöglich, sie ist zu weit vom Boden entfernt. Rocket, könntest du dich vielleicht in dieses kleine Loch zwängen und versuchen, die Kanone von innen zu lockern? Hallo, Chitauri-Schiff, voller Sprengfallen und Todesmechanismen. Beides Dinge, die du liebst. Ah, du hast recht, das stimmt. Und ich wollte schon immer mal so einen Käferbomber von innen sehen. Okay. Oh, was stinkt hier so? Das sind... Oh, Mist. Alles okay da drin, Rocket? Ich hab die Crew gefunden. Anscheinend wollen nicht mal die Würmer totes Chitauri-Fleisch fressen. Rocket! Entspann dich. Ich leite nur die Restenergie zu der Kanone um und... nichts. Weißt du was? Schlag drauf! Ich spreng das Ding! Was? Moment! Denk an die Sprengfallen! Seht euch das an! Er muss das Ding kurz geschlossen haben! Rocket, alles okay? Ja, und jetzt auch trocken! Gamora, kannst du uns einen Weg durch den Sprengfall machen? Ja, bitte! Ja, Peter Quill! Vorwärts zum Palast der großen Giganten! Oh, Mann! Noch ein Mörder-Tentakel. Vorsicht, vielleicht... Das ist kein glückliches Monster. Naja, nee. Also wirklich, warum ist die Brücke immer auf der falschen Seite? Jetzt bestehe ich drauf, die üble Bestie zu werfen. Und ich bestehe darauf, dass wir das Muskelpaket die Klippe runterschubsen. Wozu das? Zu deinem Ende! Du bist tot! Tot! Nein! Das klappt schon. Roll dich einfach zusammen. Was? Drax, wirf ihn. In Ordnung. Nein, halt, halt. Diesmal muss es funktionieren. Er wird auf den Füßen landen. Oh, dann gilt das wohl doch nur für Katzen. Okay, Rocket ist von deinem Verrat geschockiert. Okay. Ich bin mit diesen Wörtern nicht vertraut. Ich glaube, er denkt sie sich aus. Er ist richtig wütend. Verrotten sollt ihr ihr Feier. Wenigstens schießt er nicht auf uns. Er hat uns absichtlich verfehlt, oder? Befiehl der Bestie, ihren Job zu machen. Rocket, komm schon, Mann! Halt's Maul, Gastgesicht! Wenn du die Brücke hinkriegst, erhöhen wir deinen Anteil um 5%. Ich will 10. Okay, Deal. Das nehmen wir aus Groots Anteil. Der hat sowieso keine Ahnung von Geld. Ich bin Groot. Danke für die Brücke, Rocket. Wenn du auch nur daran denkst, diesen Mist nochmal abzuziehen. Okay, das ist jetzt merkwürdig. Hallo? Ist da jemand? Oh oh.
Da ist bestimmt so ein dreckiges Viech drin. Ja. Okay, das war nichts für schwache Nerven. Warum sollte Lady Hellbender sie einsperren? Weil sie nervt wie eine Pelzlaus. Vielleicht auch als Vorrat. Wie ein Snack, meinst du? Ja, ein Monster-Snack. Wie sowas wohl schmeckt? Peter. Den können wir brauchen. Den Monster-Snack? Den Käfig. Wir brauchen den Käfig. Wenn wir ihre Festung betreten und unser Monster spaziert neben uns her, da lachen wir uns doch aus. Schon was angebissen? Warum flüstert ihr? Gamora meint, das Monster nimmt man uns eher ab, wenn es im Käfig sitzt. Problem ist nur, dass da schon ein stinksaures Monster drin sitzt. Lass die Bestie frei, ich kümmere mich drum. Ja, das hat ja letztes Mal schon super funktioniert. Vielleicht brauchen wir einen anderen Plan. Sehe ich auch so. Und ideal wäre einer, bei dem für meine Sicherheit als Anführer gesorgt ist. Oh Gott. Das Viech haut doch ab. Mist! Dickerchen ist wieder da! Das Viech. Mann, wir wollten nur den Käfig! Wie wär's mit etwas Dankbarkeit für die Freiheit? Auf dich, Großer! Du kommst mit mir. Cool. Wir sollten uns beeilen. Ich bin Groot. Ich denke, das war's, Großer. Die werden uns nicht mehr belästigen. So, gucken wir mal schnell Fähigkeiten, was wir da so haben. Einen Fähigkeitspunkt, okay. Drei Stück könnte ich auf jeden Fall benötigen. Okay, mal gucken, wie es da weitergeht. Ich hat Zecknaf noch nie was von Straßen gehört? Dazu müsste man Teile des Dschungels roden. Und das würde wahrscheinlich Teilen der Fauna das Leben kosten. Gut, sie hätten es verdient. Zecknaf 9 ist eine Zuflucht. Es heißt, wenn du nur den geringsten Abfall zurücklässt, wird ihn dir Lady Hellbender auf höchst unangenehme Art zurückbringen. Das ist bestimmt nicht wahr. Ich bin Groot sagt, wir sollten uns hier drüben mal umsehen. Groot, mach mir eine Brücke. Die Festung ist auf der anderen Seite dieser Klippe. Ich bin Groot. Das ist sicher der Weg, aber ich wüsste nicht, wie wir da problemlos raufkommen. Problemlos ist selten die Mühe. Tiefgefroren. Wow, kann ich auch mal was einwürfeln? Nein. Mann, du bist so ein Sessel, Forza.
Wenn wir mit der Monsterkönigin verhandeln, wie viel verlangen wir dann für unser Monster? 395 plus minus 2. Eine für jedes wertvolle Haar auf diesem tadellosen Körper. Hast du gezählt? Das ist bizarr. Hey, ich hab wenigstens welche zum Zählen. Die kommt definitiv in meine Festungstopf-Tel. Schaut schon sehr beeindruckend aus. Was zum Flag? Du hast gesagt, das Monster aus der Quarantänezone wäre selten. Sie hat schon eine ganze Herde davon? Wir haben also unsere Zeit vergeudet. Wurden für nichts fast getötet. Und verhaftet. Das hat Spaß gemacht. Es war mittelmäßig amüsant. Und jetzt haben wir eine tickende Zeitbombe. Leute, jeder Fehlschlag war ein Schritt in die richtige Richtung zur Vollendung unseres bisher besten Plans. Wie war das? Was wäre, wenn wir eins von diesen Dingern hergebracht hätten, nur um zu sehen, dass Elben da schon ein volles Set davon hat? Das wäre echt voll blöd gewesen. Ganz genau. Falls wir so weit gekommen wären. Was wäre gewesen, wenn uns das Novacore mit dem Ding erwischt hätte? Sie hätten die Bestie konfisziert. Seht ihr? Es fügt... Bringen wir es einfach hinter uns. Jetzt wird's interessant. Ja, die Grafik, die ist schon beeindruckend, oder? Das ist doch wohl nicht euer Ernst. Schaut schon klasse aus. Okay. Es ist weiter, als es aussah. Viel weiter. Diese verflagte Brücke geht bis ins Nirvana. Nein, du übertreibst, Nager. Sie endet bei der Festung und die liegt nicht im Nirvana. Na toll, jetzt bin ich wirklich beruhigt. Dann gehen wir mal, oder? Drei Zyklen. Peter? Hast du nicht was vergessen? Ich bin gut. Oh, na klar. Der Käfig. Wir haben das blöde Ding ja extra besorgt, damit sie keinen Verdacht schöpfen. Hey Rocket, los, setz dein Monstergesicht auf. Ich hab nur dieses Gesicht, Quill. Bist du dir ganz sicher, Peter? Sieh ihn dir an. Da brauchst du ein echt gutes Verkaufsargument. Helft mir mal gerade. Auf wie vielen Missionen waren wir schon zusammen? 13. 14 Contraxia mitgezählt. Contraxia war keine Mission. Es war ein Fiasko. Okay, aber der Punkt ist, es gelang mir immer, dich... Gamora? Thanos' Tochter, intergalaktische Attentäterin, als Heldin zu verkaufen. 14 Mal schon. Schön. Ich gebe zu, das ist ein Argument. Drab. Gamora, hilfst du mir mal? Was, wieso nicht? Ich muss für die Sicherheit unseres Anführers sorgen. Ach, komm schon. Ha, jetzt hat sie's dir aber gegeben. Los, quatsch nicht rum und zieh. Ich bin gut. Mach dir nicht immer so viele Sorgen. Dir wachsen bloß wieder Knoten. Okay, es geht weiter. Ich bin Groot. Es geht ja einfach. Schwebe. So Schweberaketen oder was das ist. Bisschen zu nah. Sie wirken so friedlich. Ich habe als Kind nie einen echten Wal gesehen. Oder sind das so Schwebeblaster? Was ist das? Er mag ja sehr hübsch sein. Aber könnten wir bitte nicht seine Aufmerksamkeit stehen bleiben? Genau. Solange ich in diesem weitergehen. Käfig festsitze. Das sind so kleine Antriebe. Okay, jetzt wechselt hier die Kamera. Die schaut schon klasse aus, oder? Die Grafik ist Bombe. Kennt jemand ein Lagerfeuer-Song oder sowas, um uns die Zeit zu vertreiben? Oh, ich kenne einen. Er heißt... Hör bitte auf. Kay, ja, Kay. Moment. Heißt dein Song, hör bitte auf? Nein. Okay. Also, wie lange noch, bevor jemand anderer dieses Ding zieht? Bis zur Festung sind es noch 60 Klicks. Ich würde sagen, eher 75. Es gibt nur einen Weg, das sicher zu ermitteln. 0,1 Klicks. 0,2 Klicks. 0,9. 2,1. 0,3 Klicks. 4,5. 0,4 Klicks. 0,5 Klicks. 0,6 Klicks. Verflammt mal. Ich greife mich diese Viecher nicht an. Klicks, du
Oder sind so Magnetantriebe, wo es dann praktisch über dem Boden schwebt. So, rückblenden wahrscheinlich. 13 lange Jahre. Sieh dich an. Wo sind die geblieben? Ich komme gleich nach, versprochen. Schon klar. Déjà-vu. Haben wir doch schon mal gehabt. Ziemlich am Anfang. Aber hier können wir mal so uns ein bisschen umsehen. Oh Mann, das wird echt total cool. Ah, da unten die Werkbank. Mom sagt, Opa hat viel darauf gespielt, als sie ein Kind war. Aber es ist kaputt, seit ich denken kann. Die sagt, man kriegt einen Hirnparasiten, wenn man die Zahnbürste teilt. Stell dir mal vor, da wächst was in dir und übernimmt dich langsam. Kühlschrank offen gelassen. Na, sieh mal einer an, wer sich da am Ende auch noch die Ehre gibt. Wo ist denn jetzt mein Kuchen? Ich hab dich gewarnt. Du hast ihn nicht gegessen. Ich bin so satt. Mann. Oh, okay, pflanz dich hin, Schlafmütze. Keine Sorge, ich werde nicht singen. Ich find's schön, wenn du singst. Tja, ich glaube, das findest nur du. Los, wünsch dir was. Du bist cool, jetzt ein richtiger Pac-Man. Teenager. So viele Anspielungen aus die 80er Jahre. Wow, so viele Freundinnen. Da ist wohl jemand sehr beliebt in der Schule. Mom. Okay, das habe ich ein bisschen versemmelt. Klar, die Mädchen werden dir reihenweise hinterherlaufen. Mom. Was hast du dir gewünscht? Was sollte ich mir denn wünschen? Ich habe doch alles, was ich brauche. Wow. Habe ich ein bisschen geschlafen, habe ich da jetzt. Ich bin gespannt, um welchen großen Gefallen du mich jetzt bittest. Nur 10 Mäuse. Dan, Andy und ich wollen uns den Ritter des Kosmos im Rio ansehen. Ein Film, oder? Und heute, ja? Ach, komm schon, der ist echt krass. Zombies überfallen die Erde und eine Handvoll Kinder muss sie alle umnieten. Eigentlich möchte ich nicht, dass du sowas siehst, Peter. Weil, weißt du noch, dieser mit der Eishockeymaske. Da hast du 3 Nächte in meinem Bett geschlafen. Das ist schon ewig her und der ist auch lange nicht so schlimm. Er ist ab 12 und ich bin schon 13. Ab 12? Na prima. Da gibt es reichlich Schießereien und nackte Haut. Nicht richtig nackte Haut. Vielleicht ein Hintern oder so. Kein sehr gutes Argument. Nein, ich dachte, dass wir heute etwas Zeit miteinander verbringen und vielleicht unser Spiel beenden. Du kannst dich nicht drücken jetzt, wo ich kurz vorm Gewinnen bin. Das können wir doch immer noch machen. Also das meiste. Vielleicht morgen? Du sagst doch ständig, ich soll mehr aus dem Haus gehen. Das meinte ich aber nicht. Ins Kino gehen ist nicht aus dem Haus gehen und das weißt du. Bitte, bitte? Ich weiß nicht. Der Truck ist in der Werkstatt. Und du sollst nicht nachts rumlaufen. Da treiben sich komische Gestalten rum. Es ist nicht sicher. Ich pass auf mich auf, Ma. Das mache ich doch immer. So wie neulich mit dem blauen Auge? Ich hab doch gesagt, das war... Ich weiß. Du hast dich für jemanden eingesetzt. Das war gut. Aber du kannst kein Problem lösen, indem du eine Schlägerei anfängst. Ich konnte doch nicht nur zusehen. Nein. Natürlich nicht. Ach, na gut. Gib mir meine Tasche. Nicht so voreilig.
Bevor du gehst, reden wir noch über etwas, das ich dir mitgeben will. 20 Mäuse? Übertreib's nicht. Sagen wir, es ist ein Geschenk von deinem Dad, das überfällig ist. Es liegt oben auf meinem Bett. Geh und hol's her. Ich mach noch die Küche fertig. Wir machen's gemeinsam auf. Der Kuchen sieht super professionell aus. Ist der sicher nicht gekauft? Spar dir die Schmeichelei, Peter. Lass bloß die Finger von dem Knopf. Hey, Kubrick. Kumpel, egal wie lange du hier auf Opa und Oma wartest, sie kommen nicht zurück. Tut mir leid. Mom steht kurz davor, dieses Spiel zu gewinnen. Der Kleine hat einen großen Kampf geliefert. Ohne Opas Tricks hätte ich ihn niemals an Land gezogen. Manchmal durfte ich bei Oma und Opa schlafen, wenn ich unten im Keller zu viel Angst hatte. Ich vermisse sie sehr. Oma hat mich am Sonntag immer zu Botengängen mit in die Stadt genommen. Auf dem Rückweg gab's immer ein Eis. Sogar im Winter. Mom muss mir unbedingt das Schießen beibringen. Eigentlich sollte Opa das diesen Sommer machen. Meredith Quill. Perfektes Spiel. Nicht schlecht. Der Himmel ist klar. Ob Mom sich heute Abend die Sterne ansieht, wenn ich im Kino bin? Dan sagt, jede UFO-Sichtung ist in Wahrheit ein Wetterballon oder ein heller Stern. Aber es sind so viele. Könnten ein paar davon nicht echt sein? Nichts für ungut, aber du bist an meiner sicheren Rückkehr nicht interessiert genug. Meine Haut, mein Plan. Deine Entscheidung, Peter. Boah, von wegen. Ich sitze in der Kiste, Lady. Peter Quill ist unser Anführer. Die Bürde deines möglichen Todes lastet auf seinen Schultern. Okay, und damit läuft es definitiv nach meinem Plan. Ich bin total für Rockets Plan, dem meine volle Aufmerksamkeit gewidmet war. Siehst du, nicht mal Captain Weltraumkadett traut deinen Thronübungen. Moment, was für Tonübungen? Ich finde nur, wir sollten uns nicht auf eine Tech verlassen, die du nicht benutzen kannst, weil du nicht da bist. Kein Neutrino-Spleißer, sondern ein Tracker. Mit dem könnt sogar ihr Hohlköpfe umgehen. Name? Wächter der Galaxie. Nie von euch gehört. Ich bin Groot. Zertifizierte Monsterhändler. Zumindest heute. Was ist in der Kiste? Eine monströse Abscheulichkeit von Halbwelt und der fieseste Hundesohn im ganzen Quadranten. Nehmen wir nicht. Rocket! Ich meine... Das Ding ist winzig. Es ist eine Höllenbestie, ein Namensvetter eurer Herren. Ihr solltet eure Meinung ändern. Okay, geht weiter. Bevor ich es mir anders überlege. Das Einzige, was im Spiel ein bisschen blöd ist, die Sichtweite des Spiels. Also das heißt, Dinge, die etwas weiter weg sind, die bauen sich dann erst langsam auf. Also das Bild baut sich dann langsam auf. Nicht gerade ein einfacher Weg, wenn alles den Bach runtergeht. Es wird super laufen. Wir haben ein Killermonster und einen soliden Plan. Ich wäre vorsichtiger, Peter Quill. Wenn Lady Hellbender unsere Täuschung durchschaut, wird ihre Vergeltung rasch kommen. Was denn? Soll ich etwa Angst haben, nur weil sie die Hölle im Namen trägt? Sie leitet einen besseren Zoo. Das ist kein Zoo.
Die Monsterkönigin hat eine Monsterarmee. Könnten das vielleicht, taucht Lady Hellbecker vielleicht auch irgendwann einmal im Guardians of Galaxy Film auf. Schon okay. Also ich weiß, Teil 1 und 2 war sie auf jeden Fall, glaube ich, noch nicht dabei. Oder ist mir das entfallen? Bin mir nicht sicher. Ich denke, die tauchte da noch nicht auf. Wie gesagt, das Spiel hat schon ein paar kleine Performance-Probleme. Ab und zu flackert es schon ein bisschen. Wir müssen unseren Plan perfektionieren. Jetzt ist der Narren sicher. Lady Hellbender ist keine Narrin. Wenn ihr Monster verschwindet, wird sie davon ausgehen, dass wir es waren. Hellbender. Ausgehen, ja, aber nicht wir. Nicht Hellbecker. Zumindest nicht so sicher, um uns durch die Galaxie zu verfolgen. Wow! Seht euch das an! Ich hab den falschen Job. Es ist angemessen beeindruckend für eine Kriegerin mit Lady Hellbenders Status. Hellbender, okay. Lady Hellbender. Ha, deiner nicht. Dieser Ort ist cool und alles, aber würde hier die gesamte Flotte der Wächter der Galaxie reinpassen? Wir haben eine Flotte? Was quälen wir uns dann an Bord eines so kleinen Schiffes? Er meint... Vergiss es. Ein Galarenschild. Das ist eine wahre Trophäe. Seht nur! Das erklärt den Tresor. Unbezahlbar? Tresor? Wozu denn die ganze Trickserei? Wie wär's mit dem guten, ehrlichen... Nein! Folgt mir und passt gut auf. Ihr werdet euch nicht Lady Hellbenders Thron nähern. Wenn sie sich euch nähert, bleibt ihr stehen. Keine plötzlichen Bewegungen. Mhm. Also kampflos werden wir aus diesem Palast definitiv nicht kommen. Erspar mir deine leeren Plattitüden. Verzeiht, meine Königin, ich wollte euch in keinster Weise. Ich weiß, was du wolltest. Halt mich nicht für so einfältig. Ich sah schon viele, die behauptet haben, sie hätten einen Tara-Tara. Ihr zweifelt an seiner Echtheit. Wenn er wirklich ist, was du vorgibst, beweise es. Oder trage die Konsequenzen, wie jeder andere möchte gern Betrüger. Ich versichere euch, ich sagte, Milady, lass ihn frei. Wir kriegen das hin. Es ging ja mal nach hinten los. Bringt den nächsten Händler und überweist 10.000 Units an die engsten Angehörigen des Letzten. Sprich. Hallo, ich bin Star-Lord. Okay. Drax der Zerstörer. Das Verhängnis des wahnsinnigen Titanen. Höchstpersönlich. Und welch ein Anblick. Deine Anwesenheit ehrt mich. Ihr seid viel kleiner, als ich erwartet hatte. Oh. Und was hattest du erwartet? Vielleicht kann ich da etwas möglich machen. Eher unwahrscheinlich. Abwarten, Zerstörer. Ich kann mitunter sehr nachdrücklich sein. Peter Quill.
Ich habe das Gefühl, sie flirtet mit mir. Dann spiel doch einfach mit. Schmeichel ihr oder sowas. Du kannst das. Ist vielleicht am besten. Dein Verhandlungsgeschick ist armselig. Lady Hellbender, der Größe eurer Waffe nach seid ihr gewiss eine ernstzunehmende Kriegerin. Vielleicht kann ich dir ja mal eine Kostprobe geben. Ihr werdet eine passable Gegnerin. Sag mir, Zerstörer, was führt dich nach Seknaf 9? Peter Quill, zeig ihr die Kreatur. Oh ja, das wurde jetzt aber auch Zeit. Was ist das? Das hat einen Namen, Lady. Und es kann sprechen. Nein, ist das putzig? Quill, mach, dass das aufhört. Wie lange dauert es, bis es ausgewachsen ist? Also, ich würde ihn nicht streicheln, wenn du deine Finger noch brauchst. Er beißt. Fest. Ich bewundere Kreaturen mit Temperament. Wie würdet ihr sie nennen? Höllenbestie. Wirkt nicht besonders imposant. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich es für einen Waldbewohner halten. Haben wir erwähnt, dass es nur einen davon gibt? Ein einziger Blick in diese wütenden Waschbäraugen. Ich bin kein verflagter Waschbär. Und du erkennst das Monster dahinter. Ein großes, gefährliches, angriffslustiges Monster. Und was soll sie nun kosten, diese Höllenbestie? 20.000 Units. Und kein Penny weniger. Es gibt allerdings schon ein Angebot über 20.000 Units. Vom Collector. Carport, richtig? Eigentlich heiße ich Starlord. Still. Ich weiß, welche Art von Kreaturen der Collector sucht. Und würde Tivan sich begeistern für eine Höllenbestie, hätte ich davon gehört. Da ich jedoch nichts gehört habe, ist klar, dass du lügst. Es ist eher Bluffen. Ruhe! Die Kreatur hat für mich keinerlei Wert. Keinerlei Wert? Du bist hier die... Wie wär's mit 15.000? Deine Höllenbestie würde ich nicht mal an mein Schoßflirken verfüttern. Du hast dein Schoßflirken? Und ich hab für dich keinen Wert? Ich zeig dir, was Wert hat! Was machst du da? Plan B, Quill! Leute, nicht rumquatschen, abhauen! Wer ist hier jetzt das Monster? Was zum Flirt, Rocket? Ihr habt die Schakalen gehört. Sie wollte keine zwei Jungs für mich zahlen. Jetzt sterben wir alle wegen deines verletzten Ego? Nichts Ego, hier geht's um Geld. Recht, dass wir nicht kassieren können. Wow, Glück gehabt. Glück hat damit nichts zu tun. Habe ich da einen Fehler gemacht? Habe ich da etwas zu viel verlangt? Ich will, dass die Wächter verbrannt werden. Was ist das denn? Sie betrügt. Lebende Todeskapsel. Sie stirbt nicht. Quill, versuch was anderes! Clark! Mach schon blau! Sie kommt mit Feuer! Wir müssen ihre Düsen kühlen! Wir müssen immer noch da durch! Quill, hör auf, Zeit zu verschwenden! Sucht alle nach dem Ausweg!
Wir müssen von diesem Ding runter. Okay, los. Versuchen wir, in einem Stück hier rauszukommen. Das war's noch nicht. Wie bitte? Ich bin wegen Units hier und ich gehe erst, wenn ich welche habe. Ich bin Ja, wir räumen den Tresor aus, den wir auf dem Weg nach oben gesehen haben. Nicht dein Ernst. So selbstmörderisch ist nicht mal Peter. Willst du einfach abhauen oder willst du bezahlt werden? Ich will lebend von hier wegkommen. Wir wissen nicht mal, wo der Tresor von hier aus ist. Wir haben keine Zeit zum Streiten. Hellbenders Leute können jede Sekunde hier sein. Cool hat recht. Haltet den Mund und folgt mir. Das habe ich nicht gesagt. Ich will nur zu dem Aufzug zurück und dann nichts wie raus. Kein Wunder, dass wir immer arm bleiben. Ihr Idioten solltet euch nehmen, was euch zusteht. Wir kriegen Besuch. Na, endlich. Schmiss auf den Knopf. Ich glaube nicht, dass Hellbender uns jetzt noch anheuern wird. Vielleicht verzeiht ihr uns ja. Vielleicht. Vielleicht führen die Jungs uns zum Aufzug. Und die Spur der Leichen führt dann direkt zu uns. Leider werden wir hier zurück zu schade. Klar, das mache ich sogar umsonst. Mann, der geht die Handlanger auch nicht aus. Ich werde meine Klinge nachschaffen müssen. Wo ist mein Geld, ihr Mistknöchel? Ich glaub nicht, dass sie dich gehört haben. Natürlich weiß ich das. Wirf sie gegen die Drugs. Hey, ich leg mich wenigstens ins Zeug. Allerdings ist da nicht viel Zeug. Macht ruhig Witze. Aber ohne mich kämt ihr nicht durch diese Tür. Ohne dich stünden wir gar nicht vor dieser Tür. Seht ihr, da ist der Tresor. Wir greifen alles ab und dann, wie Quill gesagt hat, raus, wie wir gekommen sind. 5000 Units für den Hellraiser, der diese sogenannten Wächter der Galaxie tötet. Okay, Leute, kümmern wir uns um eine Katastrophe nach der anderen. In Kampfstellung! Bitte sie fest! Ist das wirklich dein Plan, Rocket? Warte, einfach ab! Alles für den Rocket! Achtet auf die Aufzüge! Sie kommen von überall! Oh
Auf keinen Fall hätte ich dich hier übergeben. Mach dein Ding, Gamora! Auf die Fresse getreten! Fight me, Frank! Einer erledigt, bleibt noch eine ganze Armee! Findet und tötet sie! Ich will ihre Köpfe! Das könnte unsere Chance sein, hier rauszukommen! Lady Hellbenders Handlanger sehen das sicher anders! Lady Hellbender hat fähig verhandelt! Sie ist keine Anfängerin, das steht fest! Mich hintergeht niemand! Was hättest du? Leute, Gruppe bilden! Was für ein Haufen Loser! Das Ding gewinne ich und Groot im Schlaf! Thanos hat bei sowas die Zeit gestoppt, um es interessanter zu machen. Nichts kann mit diesen Klingen mithalten, Peter Quill. Okay, okay, hört zu. Das ist nicht unser erstes Rodeo, Leute. Das Problem ist, wenn wir übermütig werden, kostet uns ein kleiner Fehler den Sieg. Wir gehen jetzt raus, konzentrieren uns voll auf den Kampf und bringen sie zum Schreien! Wer ist dabei? Ich bin dabei, Peter Quill! Du sagst... Rick Astley, geil! Unser Leben und genug für die Strafe würde mir reichen! Oh, schade, schon vorbei. Ich sage euch, wir kommen am Ende hier immer noch heil raus. Mit Glück kommen wir überhaupt raus, ohne auf einem Speer zu landen. Viel wahrscheinlicher ist, dass Lady Hellbender uns an eines ihrer Monster verfüttert. Flork! Das war knapp. Hinterher! Kämpfer! Leute, ich fürchte, wir sind in eine Falle getappt. Oh, nee. Ich fürchte, oh, Verdammt! Sucht alles nach dem Ausweg! Schnell! Das mörderische Auto ist zurück! Kannst du Poster rein, Rocket? Schon klar, ich bin klein. Aber nicht so klein! Wir werden gleich zerhackt! Unternehmt was! Scan den Raum, Quill! Bremst die Dinger aus, Peter! Das wird kein ehrenvoller Tod! Wir sollten in Bewegung bleiben. Kannst du ein Loch einschneiden? Fühl mich geschmeichelt, aber keine Chance. Ich bin tot. Er sagt... Ich weiß, ich denke nach. Da steht ganz groß Zerstörer drauf. Ich werde Schott daraus machen. Erwartest du, dass wir durch einen Abwasserkanal kriechen? Ich mach mich nicht nochmal nass. Ich will kein einziges Wort von dir hören. Ihr habt alle eine komische Art, euch zu bedanken. Dankbarkeit ist nicht gerade mein Gefühl. Eher mörderische Wut. Gib's doch zu, Rocket. Wir hatten einen Plan und du hast ihn vermasselt. Der Plan war schon vermasselt, als er aus deinem Hirn gekrochen kam. Ich hab den Plan gerettet. Es gibt kein Lob für das Ausbügeln eigener Schnitzer. Der Schnitzer war unser Leben in seine dreckigen Hände zu legen. Ich wusste, wir hätten Groot nehmen sollen. Groot ist kein Stück Holz, das man verhökert. Wobei du dich mit dem Handel von Lebendware bestimmt gut auskennst. Hüte deine Zunge, sonst schneide ich sie ab. Ich zittere, Lady. Du kommst mit einem Messer zu einer Schießerei. Ich bin Groot. Groot sagt, setzt euch alle auf ein heißes Schüreisen. Ich bin Groot. Okay, schön. Ihr seid alle gegen mich. Aber... Seid alle ruhig. Kommt. Wir fangen sie am Tresor an. Perfekt. Ich finde das nicht perfekt. Es bedeutet, wir sind auf dem richtigen Weg. Und wieder ein Plan nach Schema F für die Wächter der Galaxie. Wir hätten Drax verkaufen sollen. Hellbender hat fast darum gebettelt, eine Nacht mit ihm zu kaufen. Mein Geschenk ist unverkäuflich. Die Hausplage schuldet uns 12.000 Units. 12? Wie kommst du auf 12? Der Preis für meine steigende Frustration. Alle tief durchatmen, wir sind da. Ein Tresor wie versprochen. Und eine riesige verriegelte Tür. Überlass die mir. Achtung! Überfall! Ja, wir überfallen sie! Tu ihn weg, Gamora! Zeit ist um! Das erinnert mich an die Katzenarena!
große Belohnung. Wird ihre Knochen bringen. Nun, es gibt keine bessere Entschuldigung als mit einem Haufen Units. Vielleicht könnte diese Mission doch noch retten. Die Tür ist immer noch richtig zu. Ich füge dein Schuld 50 Units hinzu, Naga. Noch haben wir es nicht geschafft. Lass ihre Lichter ausgehen. Still! Diese Höllenjungs liefern einen ordentlichen Kampf. Nichts, was ein Haufen Units nicht regeln würde. Hätte sie mir mehr Respekt erweisen sollen. Danke, Gamora! Vorsicht! Das erinnert mich an die Kampfarena auf Sakaar. Was immer du dir einreden musst. Drax, Schleuder! Der Weg ist frei. Du bist dran, Rocket. Beeil dich! Natürlich, es gibt kein Schloss diesseits von Xander, das ich nicht... So, da tun wir jetzt gleich mal erweitern. ...knacken kann. Mit jeder Minute, die das dauert, steigen deine Schulden. Nur kein Stress, Genies darf man nicht hetzen. Alle Hellraisers zum Haupttresor! Oh oh. Ich könnte mich auch beeilen und das Okay, wie viele Minuten haben wir noch? Wenn das Trupp wird hartnäckiger. Wie lange sollen wir das denn noch machen? Wie geht's dir? Ich muss mich konzentrieren, verdammt. Ich wollte nur wissen, wie lange es dauert. Bis ich fertig bin, plus die Zeit, die mich abgelenkt hat. Ah, scheiße, jetzt bin ich verreckt. Gott. Na gut, lang habe ich jetzt eh nicht mehr Zeit. Noch 9 Minuten. Und dann werde ich es beenden. Natürlich, es gibt kein Schloss diesseits von Xander, das ich nicht knacken kann. Mit jeder Minute, die das dauert, steigen deine Schulden. Nur kein Stress. Genies darf man nicht hetzen. Alle Hellraisers zum Haupttresor. Ich könnte mich auch beeilen und das Beste hoffen. Wir können! Gamora, erledige sie! Besser ist besser!
irgendwelche Fortschritte? Meine Klingen werden müde. Wir brauchen eine Verschnaufpause, Groot. Bind sie fest, Groot. Komm schon los, Sektor. Es ist dir Zeit. Wieder ein Sklave, sinnlos eliminiert. Und auf. Ha, reicht schon. Bewegt die Hintern, solange ihr sie noch habt. Zieh mal den Bauch ein, Groot. Ich bin seht ihr? Überhaupt kein... Gamora, kein vom Team töten! Und wieso nicht? Weil das in deinem Vertrag steht! Ich habe sowas nicht unterschrieben! Ich bin gut! Er ist ein Risiko, Peter! Ha! Sagt die meistgesuchte Frau der ganzen Galaxie! Und die tödlichste! Ja, von mir aus. Wie wär's einfach mit Dankeschön, Rocket? Weil du uns fast umgebracht hast? Weil ich uns in den armseligsten Safe der großen Magellanschen Wolke geführt habe? Du hast gesagt, hier sind Schätze! Galarian-Schädel sind kostbar. Aber für uns sind sie wertlos. Leute! Wir brauchen einen Plan! Jawohl! Meine Arme werden ein wenig müde. Nicht schlapp machen, Drax. Gamora, hilf ihm! Rocket und ich suchen nach irgendwas Wertvollem. Groot, mach nichts kaputt! In diesen Misthaufen kann doch nicht nur Schrott rumliegen. Ich bin Groot. Hübsch ist... So, da hätte ich gesagt, da beenden wir jetzt das Ganze. Machen wir dann die nächste Folge weiter. Ja, bis jetzt nicht schlecht. Kampfsystem richtig geil. Ja, ist auf jeden Fall heute besser gelaufen. Gut, dann würde ich sagen, sind wir mit dem heutigen Let's Play durch. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da, ein Abo und nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren. Und bis zum nächsten Let's Play von Guardians of Galaxy. Ciao.